Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Streifzüge durch das Universum. Heute sind wir auf einem etwas windigen Balkon und der Wind trägt so ein bisschen aus dem Tal die Geräusche der Autobahn herbei. Bitte einfach nicht stören lassen. Die Venus hat uns ja, seitdem wir die Streifzüge machen, immer wieder begleitet. Und heute wollen wir noch einmal über die Venus und auch über den anderen Planeten ganz weit innen im Sonnensystem, den Merkur, sprechen. Die Venus beginnt ihre Abschiedsvorstellung am Abendhimmel, die letzte Phase, in der sie in dieser Abendsichtbarkeit gut zu sehen ist. Sie läuft ja auf der Innenbahn um die Sonne herum, von der Erde aus gesehen, und noch weiter innen sehen wir den Merkur. Und wie man hier im Bild auch erkennen kann, laufen sie im Gegenuhrzeigersinn um die Sonne, die Erde übrigens auch. Die Venus ist ungefähr so groß wie die Erde und sie ist unglaublich hell, vor allen Dingen, weil sie eine Atmosphäre hat, die ganz, ganz dicht ist und die von einer Wolkenhülle umgeben ist, die nie aufreißt. Diese Wolkenhülle lässt die Venus weiß erstrahlen. Und auch wenn man mit dem Fernglas oder dem Fernrohr hinschaut, sieht man eigentlich nichts außer einer weißen Kugel. Nur wenn man im Ultravioletten hinschaut, wie hier im Bild rechts, dann kann man Wolkenstrukturen tatsächlich sehen bei dem Planeten. Ansonsten erscheint sie uns unglaublich hell, unglaublich weiß. Sie lüftet ihren Schleier nie. Nur mit Radar kann man ihn durchdringen, und das hat die Raumsonde Magellan vor Jahren getan, sodass wir die heiße, vulkanische Venusoberfläche, 460 Grad heiß, Vulkangestein, keinerlei Wasser, erkennen können in einem Radarbild, dem man natürlich Farben geben kann, wie immer man möchte. Das, was wir von der Erde aus bei der Venus aber erkennen, ist, dass sie Phasen hat, weil sie eben, je nachdem, wie sie zur Erde steht, zu anderen Teilen von der Sonne beleuchtet wird, beziehungsweise wir mehr oder weniger der von der Sonne beleuchteten Teile sehen können. Im Moment läuft die Venus auf die Sonne zu, das heißt, die Venus wird immer sichelförmiger und immer größer, weil sie nicht nur der Sonne näher kommt, sondern auch der Erde näher kommt. Diese Venussichel erscheint unglaublich hell, sodass hier rechts im Bild, das ist mit der kleinen Kamera vom Balkon aus Venussichel fotografiert, nur mit einer 2500stel Sekunde. Wer ein Fernglas hat, sollte es mit dem Fernglas auch mal versuchen. So ungefähr ab zehnfacher Vergrößerung mit dem Fernglas kann man die Sichelgestalt der Venus im Augenblick in den nächsten Tagen ganz problemlos erkennen. Sie hat so ungefähr ein 40stel des Monddurchmessers, das ist nicht so fürchterlich viel. Aber Fernglas reicht, hingucken, Venussichel sehen. Die Helligkeit der Venus ist im Augenblick noch relativ groß, aber trotzdem, die Sichtbarkeitsdauer vermindert sich. Das heißt, mit diesem Bild in der hellen Dämmerung, na, haben Sie sie schon gefunden? Da ist sie. Man kann in der hellen Dämmerung schon hingucken. Wenn man sie einmal gesehen hat, sagt man sich, warum habe ich die jetzt nicht immer schon gesehen? Das ist ganz leicht. Natürlich, wenn es dunkler geworden ist, ist es einfach. Ist noch sehr auffällig, ist noch ungefähr eine Woche sehr auffällig. Aber sie steht jeden Tag ein bisschen, ungefähr ein Grad von Tag zu Tag, tiefer über dem Horizont. Es ist immer schwieriger, sie zu sehen, bis sie dann so um den 24., 25. Mai herum vom Himmel verschwindet. Aber wir haben ja auch noch den Merkur. Und der Merkur, der innerste aller Planeten, der kommt jetzt langsam hinter der Sonne hervor, macht also eigentlich auf der von der Sonne aus gesehen gegenüberliegenden Seite das Gegenteil von dem, was die Venus tut. Eigentlich
gewinnt er in den nächsten Tagen an Winkelabstand. Allerdings wird er auch sichelförmiger. Im Augenblick ist er noch ziemlich voll beleuchtet. Und bei Merkur heißt das, dass er an Helligkeit verliert, während er an Sichtbarkeitsdauer gewinnt. Heute, am Donnerstag, kann man ihn wahrscheinlich noch nicht wirklich ausmachen. Hier im nächsten Bild am Samstag hat man wahrscheinlich eine ganz gute Chance, den Merkur zu sehen. Vielleicht sogar die beste in dieser Sichtbarkeit. Da ist die Mischung aus Sichtbarkeitsdauer und Helligkeit möglicherweise die optimalste. Das heißt, sollte es klar sein, wer den Merkur noch nie gesehen hat, hat eine gute Chance bei dieser Abendsichtbarkeit. Und dann in den nächsten Tagen vom 19. bis zum 23. Mai, da hilft die Venus. Die ist ja auch noch gut zu sehen und in dieser Sequenz sieht man, wie die Venus am Merkur vorbeizieht. Am besten am 21. und 22. Mai, da kann die Venus zum Wegweiser für den Merkur werden. Also, besonderer Tipp vom Balkonplanetarium, Venus, letzter Blick und wahrscheinlich für die meisten von Ihnen der allererste Blick auf den innersten aller Planeten, den Merkur. Jetzt ist gerade eine ganz gute Chance. Unter unserem Video finden Sie im Text einen Link, der Sie direkt zum Fahrplan dieses Schauspiels, den die beiden inneren Planeten in diesen Tagen bieten, führt. Viel Spaß beim Hingucken und wir wünschen klaren Himmel.